Fragt die Kaiserin nach dem Spiel des FC Augsburg in Leipzig. Birgit, ich hoffe, du gestattest mir mehrere Fragen auf einmal. Gerne. Ich versuche, sie alle zufrieden zu beantworten. Okay. Ich fange mal positiv an. Niemand, glaube ich, ernsthaft, obwohl man natürlich immer hofft, dass man 3 Punkte mitnimmt, auch von einem Favoriten und von einer Mannschaft, die derzeit wirklich gut performt, hat so wirklich mit einer großen Ausbeute gerechnet. Aber so ein Spiel hätten wir dann doch nicht sehen wollen. Meine Fragen an die Kaiserin, an dich als Expertin. Der Torwart konnte ja wohl nichts dafür, weil in diversen Foren der Torwart zur Debatte stand, was ich völlig absurd finde. Wie war es mit unserer Defensive und die Aufstellung, die du vor dem Spiel schon vermutet hast? Dreierkette war es dann überhaupt, eine Dreierkette. Hat die funktioniert und was hättest du anders gemacht? Und was sagst du grundsätzlich zu diesem Auftritt und zu diesem Spiel und zur Zukunft unseres Trainers? Das sind meine Fragen an dich, liebe Birgit Kaiser. Also wir fangen mal von vorne an. Bin Damen war für mich heute die ärmste Sau. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so ausdrücken muss, aber der konnte für kein einziges Gegentor was. Ja, beim dritten kann man jetzt diskutieren, kommen dann nicht schnell genug rüber oder war es ein Stellungsfehler oder so. Nein, er rechnet mit einem direkten Torabschluss, würde ich sagen. Dann wird der Ball nochmal quergelegt und er springt noch rüber. Er war ja noch dran, aber eigentlich unhaltbar. Das hat für mich auch ein Rafa Giekewitz zum Beispiel nicht so einfach gehalten. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem größten Problem der Defensive. Das hat heute in der ersten Halbzeit hinten und vorne nicht gepasst. Also diese Dreierkette, also ich habe diese Dreierkette ja vermutet. Enno Maaßen hat ja in der PK auch angedeutet, dass es Veränderungen geben wird. Aber man hat wieder mal gesehen, der FCA und Dreierkette, es funktioniert nicht so ganz, weil wir haben für mich persönlich in der ersten Halbzeit katastrophale 40 Minuten gesehen. Die ersten 5 Minuten klammer ich jetzt mal aus. Da hat man noch versucht, dagegen zu gehen und dann war es einfach nur noch schrecklich bis zur Halbzeit. Ja, also wie gesagt, ich habe ja eine Systemumstellung vermutet. Hätte persönlich von Anfang an lieber gerne Arne Engels im defensiven Mittelfeld gesehen. Hat man auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen, dass es gut war, dass Arne Engels reinkam und dass der da einfach hingehört. Das ist einfach so, der gehört ins defensive bzw. zentrale Mittelfeld. Der hat dann auf der 8 auch gespielt, die Position, wo er die komplette Rückrunde gespielt hat. Da ist er einfach super. Und ja, jetzt kann man natürlich die Trainerfrage stellen. Ich habe sie tatsächlich schon sehr, sehr oft in den sozialen Medien jetzt gelesen. Gefühlt keiner mehr hat irgendwie Vertrauen in den Trainer. Er wird sehr stark kritisiert. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, wie reagiert ein Marinko Jurendić? Wartet er das nächste Spiel gegen Mainz zu Hause noch ab? Was ja ein direkter Konkurrent ist. Mainz ist hinter uns in der Tabelle. Oder reagiert er nach so einem Auftritt, den man schon auch ein bisschen auf das fremde System schieben kann, wobei nicht nur, würde ich sagen, oder reagiert er, wie gesagt, gleich, um eben Chancen gegen einen direkten Konkurrenten zu wahren. Und was ich mir während diesem Spiel die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Heiko Herrlichs letztes Spiel? Da haben wir, es war ein Geisterspiel, wir haben zu Hause gespielt gegen den ersten FC Köln. Der erste FC Köln war zum damaligen Zeitpunkt auch ein direkter Konkurrent von uns, würde ich sagen. Lagen wir auch nach 45 Minuten 0-3 zurück. Wir sind, wie auch heute, in der zweiten Halbzeit zurückgekommen. Und ja, sowas darf einfach nicht sein. Eigentlich, weil man hat ja gesehen, die Mannschaft kann es. Wenn du jetzt auf die Statistiken schaust, die sprechen eigentlich alle für einen FCA. Ja, gerade so, was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Wir hatten ja Chancen, so ist es ja nicht. Aber wir haben die dann halt aber einfach nicht gemacht. Und im Großen und Ganzen resigniere ich einfach nur und denke mir, rechnen. Aber so schlimm dieser Auftritt in der ersten Halbzeit, so darfst du nicht spielen, egal gegen wen. Aber so gutlos und feige.
Apropos gegen wen? Es gab ja auch die ein oder andere Stimme in den Chats, in denen wir uns auch tummeln während des Spiels, obwohl wir natürlich gucken, wobei ich gleich was gestehen werde. Und auch in den Foren, dass das ein oder andere Mal vermutet wurde, es wird gegen den Trainer gespielt. Was ich persönlich ehrlich gesagt gruselig finde, denn sollte es intern Probleme geben, finde ich, ist die allerletzte Lösung, dass man gegen den Trainer spielt. Warum? Man hat meiner Meinung nach auch eine Verpflichtung den Fans gegenüber, den Menschen, die wirklich immer zum Verein halten und letztendlich ihre Mannschaft dann doch ja, favorisieren und mögen und hinter ihr stehen, das finde ich eigentlich gruselig. Das kann ich nicht gutheißen, tut mir leid, bei allem, was vielleicht dann die Gründe sind. Das ist das eine. Und dann muss ich sagen, ich habe aber heute dann in der Pause zu meiner Familie gesagt, so meine Lieben, ich möchte jetzt bitte, dass wir auf die Konferenz umschalten, denn ich möchte mir das jetzt nicht mehr anschauen. Und wir haben dann auch in der zweiten Hälfte die Sky-Bundesliga-Konferenz angeguckt und nicht mehr rein das Spiel Augsburg in Leipzig. Das kann ich auch verstehen, dass du da umgeschaltet hast, weil die erste Halbzeit, wie gesagt, sie war gruselig. Und wie gesagt, also es ist auch eine Vermutung von mir, dass die Mannschaft so ein bisschen gegen den Trainer spielt. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn du diese beiden Halbzeiten jetzt miteinander vergleichst, die erste so schlecht, und Leipzig hat nicht viel gemacht. Leipzig hatte nicht viele Chancen. Ich glaube, wir haben irgendwie 9 zu 16 Torschüsse. Also sprich, wir haben 16 Torschüsse. Also Leipzig hat nicht viel gemacht. Die waren halt nur brutal effizient, weil wir hinten wieder mal auf dem Starten sind wie ein Scheunentor. Probleme, die man kennt, schon von der letzten Rückrunde. Und ja, ich weiß nicht, in der zweiten Halbzeit gibt die Mannschaft dann Gas und zeigt eigentlich, jawohl, wir können es ja. Warum nicht von Anfang an? Warum nicht über 90 Minuten? Und da frage ich mich, hat es irgendwelche Gründe? Es ist, ich weiß nicht. Ganz gut. Wir wissen es nicht. Es gab ja in dieser Woche ja auch ein kleines Beben. Also für uns Augsburger war es ein Beben. Für Fußball Deutschland nicht wirklich. Unser Gesicht des FC Augsburg, der wurde ja auch eingeblendet zu Beginn des Spiels in Leipzig. Stefan Reuter, unser Sportgeschäftsführer, ist ja zurückgetreten, freiwillig, er ist nicht abgetreten. Er hat ja noch Vertrag, also er kriegt ja noch Geld und dafür muss er irgendwas leisten. Er ist Berater, was auch immer das heißt. Das wurde nicht befriedigend beantwortet in der PK. Habe ja danach gefragt, aber gut, sollen sie machen, wie sie meinen, ist ja auch jedermanns oder jeder Betriebssache. Aber natürlich interessiert es die Menschen und der ist ja jetzt völlig außen vor. Und Jurendic, unser Sportdirektor, wird ja auch schon gemunkelt, kann ja seinen Meisterschaftstrainer aus Zürich mal anrufen, mit dem er Meister wurde, ich glaube vor 2 Saisonen. Und wer weiß, wer dann demnächst in der PK sitzt. Ich persönlich, da halte ich es wie der Bundestrainer, halte nichts von großen Reden, Menschen aus ihrem Job rauszuschmeißen. Das betone ich, finde ich nicht gut, weil wer will schon, dass andere Menschen entscheiden, wie es mit der eigenen persönlichen Zukunft beruflich weitergeht. Aber beim Fußball ist es knallhart und da sieht es im Moment nicht so sehr danach aus, dass die Zukunft von Enno Maaßen noch lange in Augsburg sein wird. Aber ich überlasse dir jetzt noch die letzten Worte. Wir haben ja jetzt dann ein Heimspiel gegen Mainz und wie du sagst, gegen einen Konkurrenten auf Augenhöhe. Da kann ja dann wieder die Kehrtwende kommen und die Hoffnung, wie so immer, Achtung, Phrase, stirbt zuletzt und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Dann nächste Woche in der WWK-Arena. Genau diese Worte haben wir uns eigentlich letzte Woche alle gedacht, wo es gegen Bochum ging. Hey, direkte Konkurrenz, eigenes Stadion, wir machen was. Ja, lief dann doch ziemlich anders, liebe Cleo. Deswegen habe ich auch Bauchschmerzen, wenn ich an die nächste Partie schon tatsächlich denke. Zur Rolle von Stefan Reuter noch kurz. Ich habe munkeln hören, dass er quasi das Gesicht des FC Augsburg weiter... Das muss man munkeln, das stand in der Pressemitteilung. Also so wurde es kommuniziert. Das war die Pressemitteilung der Verantwortlichen des FC Augsburg, die persönlich keine Zeit hatten, weil sie auf wichtigen Terminen waren, ist auch in Ordnung, aber die konnten nicht zu einer PK kommen. Ich persönlich sage, habe mich da auch mit Kollegen ausgetauscht,
bei solchen dann doch irgendwie nicht unwichtigen Entscheidungen kann man auch in der heutigen Zeit mit den technischen Möglichkeiten auch PKs abhalten, wie wir sie alle kennen aus der Pandemiezeit, online, egal wo die Menschen sich befinden. Das hat der FC Augsburg nicht getan. Nun gut, ist so, müssen wir damit leben, gibt Schlimmeres. Ich gehe übrigens heute ins Theater. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Komödie oder eine Tragödie ist, aber es wird mit Sicherheit amüsanter werden als das Fußballspiel. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich weiß nicht, was du, meine Liebe, heute noch machst. Ich hoffe, du genießt diesen schönen Sommerabend mit Summerwein. Denn ich habe es ja heute schon geschrieben, wir haben eher das Weinen im Sommer gehabt beim Gucken dieses Spiels. Da hilft nur noch Summerwein. Ja, definitiv. Ich werde mir aber trotzdem einen schönen Abend machen und schön noch so ein bisschen in der Sonne sitzen und jetzt ein bisschen runterfahren, die Emotionen ein bisschen abkühlen, weil es brodelt doch noch ziemlich. Ich habe mich jetzt auch ziemlich zusammengerissen, um nicht zu sehr zu schimpfen. Ich kritisiere sehr, sehr ungern. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber ich bin halt einfach eine ehrliche Haut.